Zu Logarithmen gehören notwendigerweise Exponenten oder umgekehrt, Exponenten können nicht ohne Logarithmen. Denn haben wir mal eine Gleichung 2 hoch n gleich 32, dann ist unsere Variable im Exponenten. Das ist also eine Exponentialgleichung, wie wir sie eben gerade hatten. Wir haben uns zwar bisher noch nicht über Gleichungen unterhalten und Gleichungen kommen auch erst im nächsten Video, aber so etwas möchte man vielleicht lösen und da nun leider Logarithmen und Exponenten zusammenhängen, habe ich mich jetzt hier drauf verständigt, das mal zu tauschen. Und das Gleichheitszeichen schon mal mit benutzt, das ist ja nicht ganz was Ungewöhnliches. Wenn man hat eine Gleichung hat, a hoch n gleich b, dann ist die äquivalent zu einer Gleichung n ist gleich Logarithmus von a von b. Logarithmus von a, das ist der Logarithmus zur Basis a. Hier kann jede beliebige Zahl stehen. Wenn man die Gleichung, eine einfache Gleichung dieser Art auflösen möchte, dann nimmt man den passenden Logarithmus. Man kann aber jederzeit die Basis ändern. Ich erkläre Ihnen gleich weiter unten, wie das geht. Viel verwendete Logarithmen sind der 10er Logarithmus und der natürliche Logarithmus. Deswegen haben die auch eine eigene Abkürzung. Der Logarithmus zur Basis 10 wird abgekürzt einfach mit LG, manchmal auch mit LOG, ohne dass unten etwas dran geschrieben wird. Ich kürze ihn ab mit LG. Der Logarithmus zur Basis e ist der natürliche Logarithmus und deswegen wird er abgekürzt mit LN für Logarithmus naturalis. Das ist aber standardmäßig einheitlich. Für den Logarithmus gibt es wie bei den Exponenten Rechenregeln, die sich natürlicherweise daraus ergeben. Man kann sie auch beweisen, was ich jetzt an dieser Stelle weglasse. So ist der Logarithmus von x mal y der Logarithmus von x plus Logarithmus von y. Es liegt daran, werden die Basen, also der ganze Term jeweils multipliziert. Dann werden die Exponenten addiert, haben wir eine Division vorliegen, werden die Exponenten subtrahiert und haben wir ein Hoch, also wird das Ganze nochmal mit einem Exponenten versehen, dann werden die Exponenten multipliziert. Daran liegt diese Regel. So kann man sich das auch im Grunde merken oder man merkt sich halt die Regeln. Nützliche Sonderfälle nochmal, der Logarithmus von 1 durch x ist ja nichts anderes als der Logarithmus von x hoch minus 1, beziehungsweise dann minus der Logarithmus von x. Und der Logarithmus von Enter Wurzel x ist nichts anderes als der Logarithmus von x hoch 1 durch n. Also 1 durch n mal Logarithmus x. Kommt übrigens häufiger vor, dass man diese Regeln benutzt. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn man die Basis wechseln kann. Das hatte ich oben schon erwähnt. Das heißt, aus Logarithmus einer beliebigen Basis a von x kann man jeden beliebigen anderen Logarithmus, also jede beliebige Basis b, erzeugen, indem man Logarithmus a von x schreibt als Logarithmus b von x durch Logarithmus b von a. Und dieses hier unten, das hier ist eine konstante Zahl, da a ja hier auch schon eine Zahl war. Das heißt, die kann man jederzeit ausrechnen und angeben. Diese Rechenregel ist auch deshalb wichtig, weil später, wenn wir feststellen, dass man nur die Ableitungsfunktion für den natürlichen Logarithmus kennt, das heißt, alle anderen Logarithmen muss man in den natürlichen Logarithmus umwandeln, um ihn ableiten zu können. Damit sind aber auch alle Basen gleichwertig. So, damit haben Sie schon das Wichtigste zu Logarithmen gelernt. Jetzt werden wir im nächsten Schritt uns Gleichungen tatsächlich anschauen, das heißt, wie darf man Terme umformen und ähnliches.